Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und ihr seht, ich habe gleich zwei neue Nike Fußballschuhe für euch am Start. Zwei sehr, sehr heftige, wo Nike uns mal wieder mit überrascht hat. Das schauen wir uns heute im Video an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde sagen, genug gelabert. Let's go. Starten wir rein mit der Box Nummer 1, ohne euch auf die Folter zu spannen. Ich mache das Ganze auf und hier haben wir den brandneuen Nike Superfly 9 aus dem Nike Shadow Pack. Komplett Blackout Colorway hier zum brandneuen Nike Superfly 9. Geht Schlag auf Schlag, schon das dritte Colorway zum Nike Superfly. Man muss sagen, hier in komplett schwarz sieht das schon sehr, sehr spannend aus. Haben auch ein paar coole Schnittbilder für euch am Platz aufgenommen. Ist, wie gesagt, der brandneue Nike Superfly. Kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Jetzt aber schon mal ein ganz cooler Hinweis. Ihr findet unten den Link zum Nike Superfly. Wir haben für euch 20% Rabatt geklärt, dass ihr euch diesen Fußballschuh direkt mal knapp 70 Euro günstiger sichern könnt. Aktuell nur der Nike Superfly da, Nike Vapor leider noch nicht. Den findet ihr auch unten verlinkt, aber Rabattcodes konnten wir euch nur für diesen Schuh klären. Seid schnell, nur solange der Vorrat reicht. Ich denke, bis morgen, übermorgen ist es wahrscheinlich schon wieder weg. Deswegen schaut unten vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu diesem sehr, sehr spektakulären Nike Superfly 9. Jetzt aber zurück zum Thema. Wir haben hier das erste Blackout Colorway zum Nike Superfly. Das Ganze nennt sich Shadow Pack. Das sollte bei dem einen oder anderen ja noch klingeln. Moment mal, Shadow Pack gab es doch bei Nike schon mal. Das haben wir natürlich für euch damals auch im Video gehabt. War so ein bisschen mit goldenen Akzenten, fand ich auch schon sehr, sehr stark. Jetzt das Ganze in komplett schwarz, beziehungsweise an der Sohle haben wir noch grüne Details an der neuen Zoom Air Sohle. Das ist auch nicht zufällig gewählt, sondern man soll einfach quasi hier so einen kleinen Hingucker haben, weil das natürlich das Hauptfeature von diesem Fußballschuh ist und deswegen die Aufmerksamkeit natürlich darauf liegen soll. Das ist so der Gedanke von Nike hinter diesem Fußballschuh. Bevor wir gleich ins Detail gehen, würde ich sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr wollt den Schuh natürlich im Unboxing sehen, deswegen schauen wir uns den kurz mal an. Dann schauen wir uns den Schuh also mal im Unboxing an und hier ist er also, der Nike Superfly 9 in komplett Blackout bzw. fast komplett, man kann es erkennen, grün kommen wir gleich dazu. Ich finde aber diese Struktur vor allem hier vom Nike Swoosh sehr, sehr geil. Muss echt sagen, für einen schwarzen Fußballschuh feiere ich das Ganze. Hier auch nochmal Airzoom untergebracht, das Logo und wie gesagt hier diese reflektierenden Carbonfasern. Highlight ist aber ganz klar die Innenseite mit diesem Air-Logo auch hier quasi reflektierend untergebracht. Sieht dann nochmal deutlich geiler aus, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch cool, dass dieses Logo hier untergebracht ist. Sieht sehr, sehr nice aus. Bin mal gespannt, was ich da von euch hören werde. Und hier, wie gesagt, die Sohle ist so als einziger Akzent grün gefärbt, einfach weil das das Hauptfeature ist und somit natürlich auffallen soll. Hier die Zoom Air Außensohle. Kennt natürlich aus dem Review. Aber ich muss sagen, diese Außenseite wirkt schon sehr, sehr geil. Hat so ein bisschen Carbon-Optik. Kann auch hier die Struktur ganz gut erkennen vom Fußballschuh. Die Ferse hier in weiß gehalten, auch nochmal cooler Kontrast. Auch hier der kleine Nike Swoosh. Ist ja sehr, sehr krass, dass jetzt hier auf der Innenseite gar kein Nike Swoosh mehr ist. Sieht aber meiner Meinung nach sehr geil aus. Die Schnürung hat hier keinen Akzent. Wir haben hier oben nur so ein kleines Logo. Und die Innenseite, man kann es erkennen, auch hier grün. Ansonsten komplett Blackout, muss aber sagen, gefällt mir sehr gut. Flyknit Sockenbereich, man kann das hier ganz gut erkennen, Übergang. Ich hole mal noch den zweiten raus, der sieht natürlich identisch aus, aber muss ehrlich sagen, finde dieses Carbonartige sehr, sehr stark, macht irgendwie den Schuh sehr hochwertig. Auch ein Beutel ist mit am Start, den zeige ich euch natürlich auch. Und zwar hier Nike Air Logo und auch hier Mercurial, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, sehr hochwertig und kleines Extra quasi im Karton. Nike Superfly 9, ich hoffe, ihr kennt ihn natürlich aus dem Review. Da haben wir natürlich für euch alle wichtigen Fakten zu diesem Fußballschuh schon gesammelt. Wenn ihr also wissen wollt, was es mit der Performance auf sich hat, schaut dort gerne vorbei. Wir haben das neue Vaporposite Plus Obermaterial, sehr, sehr weich und flexibel, flyny Sockenbereich. Und wie gesagt, natürlich die neue Zoom Air Außensohle mit dem Luftpolster, was das Spiel noch dynamischer machen soll. Lass ich mal dahingestellt, ob das wirklich so funktioniert. Ich muss sagen, man spürt es sehr krass. Ich bin aber nicht ganz so gehypt gewesen, wie Nike das Ganze beschreibt. Was ich aber sehr cool finde an diesem Zoom Air, ist das Logo auf der Innenseite. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr heftig, wie das aussieht. Macht auf jeden Fall einen coolen, coolen Eindruck. Von mir gibt es hier für das Blackpad tatsächlich 8 von 10 Punkten, obwohl ich helle Schuhe deutlich mehr bevorzuge, wie zum Beispiel das Lounge Colorway. Das war für mich eine 10 von 10, muss ich sagen. Ist natürlich immer so mein Favorit, helle Schuhe, nichtsdestotrotz hier in Blackout tatsächlich auch sehr, sehr stark.
Bin mal gespannt, was ich da von euch hören werde. Lasst Feedback da, 1 bis 10 in den Kommentaren, was ihr zu diesem Fußballschuh sagt. Aber ihr habt gehört, ich habe auch noch einen zweiten Schuh am Start. Deswegen machen wir den mal kurz zur Seite. Und zwar, ich hole sie mal hoch. Wir haben für euch natürlich auch noch das Nike Bonded Pack am Start. Einfach, dass ihr hier auf dem Fußballschuhkanal Nr. 1 alle Infos bekommt. Das Nike Bonded Pack für die Frauen Euro 2022. Sehr, sehr farbenfroh auf jeden Fall. Sehr, sehr auffällig. Ein cooles Muster untergebracht. Ein paar Unterschiede gibt es hier zum regulären Schuh. Kommen wir gleich dazu. Aber auch den haben wir natürlich für euch unten verlinkt. Falls ihr euch die Schuhe sichern wollt, schaut dort gerne vorbei. Auf jeden Fall ein sehr cooles Pack, das auch den ein oder anderen Männerclub quasi zu sehen sein wird, obwohl es eigentlich ein reines Frauenpack sein soll. Aber ich würde sagen, auch diesen Fußballschuh zeige ich euch mal kurz im Unboxing, um zu zeigen, ja, was steckt hinter der Optik. Und hier drin ist der also der Nike Superfly aus dem Bonded Pack. Sieht sehr, sehr stark aus. Hier in diesem sehr, sehr auffälligen Colorway. Ist ein bisschen anders als das Launch Colorway, kommen wir gleich dazu. Wir haben hier so eine schwarze Outline beim Nike Swoosh, wo quasi das komplette Design auch von der Außenseite nochmal eingefügt ist. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier nochmal das Airzoom-Logo. Man kann auch ganz gut die Struktur, glaube ich, hier erkennen von diesem neuen Vaporposite Plus Obermaterial. Ferse hier, Mercure-Logo, auch nochmal einen kleinen Akzent gesetzt. Und hier die Innenseite, ihr seht, kein Air-Logo, sondern das Muster. Könnte ich mir ganz cool vorstellen, hätte man hier das Air-Logo noch in schwarz gemacht. Fände ich ganz cool. Ist hier nicht untergebracht, sondern wir haben hier nochmal ein kleines Detail. Aber ansonsten hier nochmal der doppelte Nike-Swoosh, aber kein Air-Logo. Finde ich fast ein bisschen cooler mit Air-Logo, aber auch die Sohle hier. Sehr, sehr krass, das Hauptfeature. Die neue Airzoom-Außensohle. Haben wir quasi ein Luftpolster vorne drin. Man kann es vielleicht so ein bisschen erkennen. Soll ja unterstützen beim Beschleunigen, noch ein bisschen dynamischer werden. Hier in der Socke haben wir auch noch ein kleines Detail. Finde ich, sieht sehr spannend aus. Schnürsenkel nochmal kurz rein hier. Hier haben wir auch nochmal kurz dieses Logo, Airzoom. Der zweite Schuh sieht natürlich identisch aus. Finde ich aber, wie gesagt, ein sehr auffälliges, sehr cooles Pack. Ist kein Riesenfan, aber muss sagen, hat auf jeden Fall was. Hier dieses Muster. Ist auch natürlich ein Beutel mit am Start. Den kennt ihr natürlich vom Design von der Außenseite. Finde ich aber mal ganz cool. Hier der doppelte Nike-Swoosh mit am Start. Und hier nochmal der Hinweis. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das ist quasi das gleiche Muster wie der Schuh und natürlich ein kleines Add-on quasi hier in der Box. Das ist also ein Fußballschuh speziell für Frauen. Falls ihr da so ein extra Video dazu haben wollt, wo wir diesen Fußballschuh wirklich noch auf dem Platz testen, lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da, ob ihr da Bock drauf hättet. Das sind wie gesagt die zwei neuen Colorways zum Nike Superfly 9. Haben wir jetzt quasi alle am Start für euch, um natürlich als Fußballschuhkanal Nr. 1 alle Infos auch zu liefern. Ich stelle es mal so ein bisschen zur Seite, dass wir hier quasi so rum nur zwei haben, sonst sieht es ein bisschen voll aus. Ich muss sagen, ich finde das schwarze Colorway tatsächlich noch ein bisschen cooler. Für all die Fans sind von schwarzen Fußballschuhen hat Nike hier meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf getroffen. Bin gespannt auf euer Feedback. Falls ihr die Schuhe nochmal im Playtest haben wollt, einfach Feedback da lassen. Auf Instagram gibt es natürlich nochmal mehr Bildmaterial, wo wir die Schuhe für euch noch geshootet haben. Schaut dort gerne vorbei, falls ihr euch die Schuhe nochmal im Detail anschauen wollt. Wie gesagt, auch ein Review zum Nike Superfly gibt es schon auf diesem Kanal. Einfach Infokarte abchecken. Dort gibt es alle wichtigen Infos zum Schuh, auch was Passform angeht. Da hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Und was auch mein Fazit zum Schuh ist, das, wie gesagt, für euch im separaten Video. Aber ich wollte die Fußballschuhe für euch natürlich zeigen. Auf dem Fußballschuhkanal Nr. 1 findet ihr Rabattcodes unten verlinkt. Das heißt, ich glaube, es ist für die Community ganz cool. Gibt es sonst nirgends die 20%. Deswegen gönnt euch das Ganze auf jeden Fall und bin sehr gespannt, was ich von euch zu diesen Schuhen in den Kommentaren hören werde. Nike gibt also, was den Nike Superfly 9 angeht, auf jeden Fall Vollgas. Das mittlerweile dritte Colorway neben dem Launch Colorway, dem Bonded Pack, jetzt auch das Shadow Pack. Und ich muss sagen, Nike hat hier definitiv einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich bin großer Fan vom Fußballschuh, obwohl es ein schwarzes Colorway ist. Ihr habt es auch gehört, falls ihr mehr Infos zum Schuh haben wollt, checkt auf jeden Fall das Review ab. Da gibt es alle Fakten zum Schuh, außerdem alle Infos unten natürlich verlinkt. Ich bin gespannt auf euer Feedback zu den Fußballschuhen und ob ihr natürlich dazu nochmal einen Playtest haben wollt. Ihr wisst natürlich, alle neue Fußballschuhe gibt es bei uns hier auf dem Kanal, damit ihr natürlich als Community perfekt informiert seid. Lasst auf jeden Fall Feedback da zum brandneuen Nike Shadow Pack und ob ihr hierzu, wie gesagt, nochmal ein separates Video haben wollt.
Das war's dann schon wieder zum heutigen Video zu dem brandneuen Nike Shadow Pack und für euch natürlich auch noch speziell der Nike Superfly aus dem Bonded Pack. Bin gespannt, welcher Schuh euer Favorit ist. Lasst Feedback in den Kommentaren da, falls ihr euch die Schuhe sichern wollt. Ihr habt's gehört, Link unten in der Beschreibung, gibt natürlich für euch auch die Rabattcodes. Das soll es dann auch zum heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.